Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Game. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Guild News Podcast 490. Der heißt Die stumme Brandung. Passt irgendwie ziemlich gut zum Wetter heute. Ich bräuchte eine richtig gute Brandung gerade. Eine richtig schöne, angenehme, nasse. So wirklich. Ja, es kommt drauf an, wo du gerade in Deutschland unterwegs bist, weil es gibt ja tatsächlich Sturmfluten und Tornado-Warnungen. Bei uns kommt erst noch was. Bis jetzt ist alles irgendwie hier im Südwesten weggedreht. Noch. Mal schauen. Ich hasse den Sommer. Ich mag Sommer tatsächlich. Also das Schönste gerade in dieser Zeit, die wir jetzt haben, ist, meine Allergie hat jetzt gerade einfach eine Pause, habe ich festgestellt. Ist okay. Das ist das Beste, was mir gerade passieren kann. Und ich bin ja ein Mensch, wenn es so richtig heiß ist, da denke ich immer an Urlaub. Aber mir fehlt halt gerade für das komplette Urlaubsfeeling der Urlaub. So ein bisschen noch das Meer, dass ich reinlaufen kann, mich mal kurz abkühlen kann, wieder rausgehen kann, wieder mich hinlegen kann. Ja gut, wir haben auf jeden Fall Meeresluft aus Mallorca oder Tropen. Es riecht definitiv salzig und Luftfeuchtigkeit ist so hoch. Also jedenfalls, ich weiß nicht, wie es in anderen Teilen von unseren Zuhörern ist, weil ich glaube, wir sind ja breit gefächert in Deutschland, denke ich mal. Ich kann es nicht nachschauen, aber ich denke es mal. Und hier im Südwesten habe ich das Gefühl, wir werden mittlerweile irgendwie so gefühlt Mallorca. Die letzten Jahre waren ja schon schlimm, aber diese Woche schießt echt den Vogel ab. Konstant über 30 Grad und so 60-70% Luftfeuchtigkeit. Jo, und abends null Abkühlung. Es geht an die Substanz, ich merk's. Gut, also ich muss sagen, einfach nur das Alter. Ich muss sagen, die letzten Tage ging das, aber heute, ich weiß nicht, heute bringt es sogar mich in die Knie. Und ich war so ein Verrückter, ich habe mir Ende letzten Jahres ein Fahrrad gebraucht gekauft, habe das jetzt am Sonntag das erste Mal gefahren, richtig ausgefahren. Mhm. Und ich bin das Ding in pralle Sonne gefahren, das war alles kein Ding, alles kein Problem. Ja, dann war es halt noch trocken, es wurde erst gegen Abend, jedenfalls bei uns wurde es dann immer drückend. Und am Montag hat es dann erst richtig angefangen. Und da konnte man dann war plötzlich von, keine Ahnung, 16 Grad Nächten mit trockener Luft, was ja angenehm war, da konnte man richtig schon die Fenster aufreißen, waren es dann halt 21 Grad. Ja. Naja, aber was soll's, so ist der Sommer hier in Deutschland, jedenfalls im Südwesten. Da müssen wir durch. Es soll ja Abkühlung kommen. Es soll ja am Wochenende auch wieder Sommer. 31 Grad geben, aber es soll trocken sein. Also ich hoffe ja auf eine Nacht, wo es einfach mal nicht so hohe Luftfeuchtigkeit hat. Aber hey, so ist halt. Ach ja. Keine Ahnung, man merkt halt einfach so, keine Klimaanlage zu haben, ist halt mittlerweile ein Problem hier. Ja. Yep. Ja, das verstehen halt die englischen Leute nicht, so die englischen Künstler zum Beispiel und so. Und dann viele witzeln ja auch auf Twitter dann rum. So, ich verstehe die. Verstehe halt nicht, dass diese Deutschen oder die Europäer, die jammern alle wegen 25. Genau, das war bei Preach diese Woche, als er, glaube ich, dieses Dino-Spiel Exo Primal von Capcom, da war Open Beta gespielt hat. Und da waren Australier drin. Und wenn Preacher gerade mal, keine Ahnung, Essen gemacht hat oder auf Klo war, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau, hat der halt mal gesagt, ja, ich verstehe die Europäer nicht hier, die mutzen bei 26 Grad rum und ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Ich wohne hier in Australien, da ist so Standard und so, 40 Grad und mehr. Und ja. Ja, gut, also aber er hat aber auch zugegeben, bei feuchtwarmer Luft ist es bei ihm genauso schlimm. Und natürlich, er hat eine Klimaanlage, das haben wir natürlich nicht. Ja gut, man muss halt sagen, ne, so gesehen ist es wirklich bei uns Jammern auf einem hohen Niveau.
Aber wir haben heute, eigentlich wollten wir ursprünglich gar keinen Podcast machen, das war zumindest gestern zur Diskussion, aber wir haben uns für einen Podcast entschieden, weil wir folgende Themen haben. Das Fraktal. Das Fraktal, sehr gut. Auf Twitter mit einem Teaser und das war's dann schon. Und natürlich ein überteuertes Item im Item Workshop. Ich weiß nicht. Es ist überteuert. Wir reden drüber, wenn es so weit ist. Es ist definitiv überteuert, also finde ich persönlich. Okay. Aber wie man ja an meinem Daily sieht, ich überlege echt, ob ich es holen soll für den Partner Edelstein. Okay, weil es hat schon diesen Sommer-Vibe so ein bisschen. In Final Fantasy hatte ich was Ähnliches, aber da war es, glaube ich, so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie denn Hattori oder wie das heißt. Hattori wahrscheinlich? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ja. Da gab es so was Ähnliches, was ähnlich aussah wie das. Okay. Und das ist halt schon toll irgendwie. Bei mir kriegen ja keine Sommermode, von daher. Also es sieht schon gut an meiner Asura aus und ich habe echt gestern schon überlegt, weil, Spoiler, ich spiele tatsächlich Guild Wars 2. Also ich habe jetzt am Sonntag Guild Wars 2 gespielt, nachmittags, und habe versucht, ich glaube, ich habe 4 von 6 Meta, also von den Erfolgen für den Meta fertig gemacht, für Drachengepolter. Drachengepolter, ja. Und die, die ja länger dauern, sind natürlich die mit den ganzen Minions und dann halt, also klar, ich kann mir aussuchen, was ich noch mache, aber 15 Runden mit dem Rollkäfer dauert halt zwangsläufig. Das Schlimmste ist ehrlich gesagt die Pinata, weil das Zeug ist ja nur limitiert und dann muss man irgendwie über Umständen oder Umwegen die Karten wechseln, neu starten das Spiel, damit man Glück hat, irgendwie was zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das respawnt nach einer Stunde. Aber ich weiß, dass wenn man auf einer anderen Karte kommt, es tatsächlich sein kann, dass wieder was da ist. Aber das dauert auf jeden Fall, weil das kann man nicht in einem Hubs machen. Und dann natürlich noch die 5 Runden waren eigentlich, die alle Champions, Drachengepolder waren eigentlich kein Problem. Ja, dann kannst du auch Drachenansturm machen. Das ist halt eine Sache. Da kann ja, man das musst du ja auch machen für den Erfolg 5-mal insgesamt. Und ich habe dann wieder gelernt, wenn man zu spät reinkommt und die erste Welle nicht direkt mitmacht, kriegt man nichts. Du kannst 2 Drittel mitmachen, hast Pech gehabt. Du musst das nicht machen, ne? Du hast auch Alternativen, ne? Du kannst auch zerkritze wie Böten dich reinwerfen. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe ja genug. Guck mal. Ich habe ja, du weißt doch, ich bin doch notorisch mit meinen ganzen Stacks, Bankfächern und so. Das war kein Problem. Das habe ich direkt erledigt. Siehst du, das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ja, ich tausche sehr gerne meine Zerkritze lieber gegen Jotzipan ein und kaufe mir davon irgendwas Schönes. Ich habe dann gestern noch mal gespielt und ganz ehrlich, ich muss nur noch einmal jetzt spielen und mache 5 Runden mit dem Rollkäfer und mache dann einfach noch den Rest von den Pinatas, weil die sind jetzt wieder da. Und es müsste lang, ich glaube, mir fehlen noch 20 Stück oder so, irgendwas in der Richtung. Das müsste ich kriegen, weil ich habe keine Lust. Was will ich nicht machen? Dieses Abenteuer, auf das habe ich keine Lust. Die Pinata schlagen muss, weil... Das ist eigentlich relativ leicht. Ich glaube, so leicht Silber zu bekommen ist es auch nicht. Das wäre zwar besser. Eigentlich wäre es smarter, das zu machen, aber manchmal habe ich einfach 2 Linke. Passiert. Keine Ahnung. Ja. Was, du hast heute Darks? Was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe selbst das Meta erst am Montag gemacht, weil ich habe mir gedacht, naja, ich mache jeden Tag die Dailies aktuell im Drachengepolter. Können wir auch Zeit lassen, mal so oder so immer Progression. Ist tatsächlich so bei mir, ich mache sogar jeden Tag das Rollkäferrennen, egal ob es Daily ist oder nicht, um mir halt noch ein paar Drachenkisten da abzuholen. Weil das geht relativ flott. Also ich glaube, ich roll die Strecke in 1 Minute und 7 Sekunden. Lass es meinetwegen 1,5 Minuten sein. Nee, warte mal, ich glaube 1,20 brauchst du für Gold. Lass es meinetwegen immer 1,20 sein. Das ist halt mega wenig Zeit. Also da finde ich das Pinata-Ding, Hau-Ding etwas aufwendiger und da habe ich nicht mehr so viel Bock. An dieser Stelle halt dann auch die Erinnerung, ne? Drachengepolter noch bis Dienstagabend noch ein paar Tage, genau. Verfügbar. Also wenn ihr da noch den Meta-Erfolg noch machen wollt, so wie es gerade Sky tut, holt das schnell nach. Ihr könnt auch gerne unseren Guide noch dazu benutzen. Der ist auch aktuell bei uns im Slider auf der Startseite auch drin. Also findet man super schnell. Gut. Was haben wir denn so? Kommentare haben wir, habe ich gehört. Kommentare haben wir. Wir hatten ja letztes Mal diesen wunderschönen 3 Stunden und 32 lang
32 Sekunden lang Podcast. Holy shit, mein Hintern war danach echt fertig. Und ich habe immer noch diesen harten Stuhl hier. Durchgesessen. Ja, nee, der ist richtig hart. Hinter mir liegt immer noch mein Schreibtischstuhl, wo einfach ein Fuß fehlt. Und ich kam noch nicht dazu, den mal in irgendein Auto zu laden, das größer ist als meins, um ihn dann wegzubringen. und geschweige denn, Ersatz zu suchen. Ich kriege da immer so eine echt die Kehre dabei, so einen Stuhl zu suchen. Okay, was haben wir denn? Wir haben einmal Elandirtor, der uns wieder mal die Timestamps gespendet hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Und schön. Er weist zu Recht darauf hin, dass wir aktuell noch ein Amazon Prime Loot Ding Spooms da haben. Und zwar einen Gutschein für einen Todesstoß. Das Ganze geht noch bis zum 11. Juli, wenn ihr irgendjemanden kennt, der nicht Guild Wars 2 spielt, aber Twitch Prime hat, beziehungsweise Prime Gaming, sagen wir es mal so, könnt ihr auch von denen euch den Code abluchsen und ihn selbst verwenden. Da muss ich echt Arena nicht loben, weil man kriegt einen Code und nicht so wie bei anderen Sachen, wo es heißt, ja, bitte melde dich mit deiner ID ein. Ja. Also bei Blizzard ist es so, dass man sich mit dem Battle.net-Account einloggen muss, bei Destiny ist mit Bungie und so weiter, also bei EA halt EA und Ubisoft und so weiter. Und da finde ich einfach so einen Code bekommen und dann benutzen einfach. Weil ich glaube, die wollen einfach verhindern, dass man den vielleicht verkauft. Naja. So, was haben wir denn? Dann haben wir einen Kommentar von Fox Fairline. Und hier wird geschrieben, wirklich cool, dass ihr euch immer viel Zeit nehmt und es alles super erklärt. Ich persönlich warte einfach immer auf die neuesten Benchmarks und kopiere dann das, was ich brauche. Bin da kein Theory-Crafter. Ich bin selber auch kein großer Theory-Crafter, um ehrlich zu sein. Das Ganze durchgerödelt und so weiter. Ich habe auch danach, nach den 3 Stunden so überlegt, so, es ist einfach ein absoluter krasser Aufwand, dass wir da 3 Stunden am laufenden Band über die ganzen Balance-Änderungen sprechen. Wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen komprimierter bekommen. Mal gucken. Vielleicht weiß, warum ich da nicht da bin. Ja, du hättest sowieso nichts zu sagen, von daher. Nein, ich wäre eingeschlafen, gebe ich ehrlich zu. Ja, sag ich's ja. Dann haben wir Niklas. Und er schreibt, danke für euer Update der Balance-Änderung, bitteschön. Dann haben wir noch, ich sag einfach Maximilian, ist am einfachsten. Schade, dass der Scharfschütze so schlecht ist. Wenn er wenigstens das könnte, was NPC-Scharfschützen können, nämlich den Gegner umwerfen, also wirklich Herz-CC. Übrigens würde ich mir genau das wünschen. Ein Revolverhelden, der schnell und viel schießt, sprich Flächenschaden macht. Warum beide Bögen, egal ob kurz oder lang, immer noch besser sind, mehr Schaden machen und eine größere Reichweite haben als Gewehr und Pistole, ist mir ein Rätsel. Ich spiele in Dieb regelmäßig im WVW und ich probiere den Scharfschützen, kehre dann aber jedes Mal zum Draufgänger zurück, weil der mit dem Kurzbogen allemal besser ist, leider. Dazu wollte ich tatsächlich was sagen. Genau, den Revolverheld, genau dazu wollte ich noch was sagen. Ein Grund, den ich damals... Einer der Gründe, warum ich damals Ingenieur gewählt habe, war, ich dachte, er wird voll hart zum Revolverhelden. Ja, der hat einfach 2 Pistolen. Das muss ein Revolverheld sein. Dass dann eher der Dieb mit Doppelpistole eher der Revolverheld ist, muss man, glaube ich, nicht sagen. Also eine Revolverheld-Spezialisierung würde ich auch richtig hart feiern. Weißt du, was ich meine? Ich meine, okay. Mein Ingenieur hat ja 2 Revolver. Ja, aber nicht also, so die... Ich habe nicht so den Eindruck, dass es so eine Revolverheld-Geschichte ist beim Ingenieur. Also er ist wirklich... Das war für mich tatsächlich der Grund, warum ich die Klasse damals genommen habe, Anfang von Guild Wars 2. Einfach die Tatsache, dass man Pistolen benutzen kann. Und ich bin da echt mit 2 Pistolen rumgelaufen. Das war echt cool, weil... Du bist genauso wie ich geblendet worden. Und bei mir der zweite Grund ich bin mit Hammer stehen geblieben mittlerweile. Nur noch Hammer. Und der zweite Grund dann für mich damals war, hey, der Ingenieur hat einen Medkit. Das wird bestimmt voll die geile Heilerklasse. Ja, Bullshit.
hat mich erinnert, er hat richtig hart verarscht. Ja gut, ich hab ja nur Melee gespielt im Großen und Ganzen in WoW, von daher wie Kriegerin und dann Heilig-Paladin oder halt Vergelter-Paladin zum Level und so ein Zeug. War das natürlich mal toll, einfach da ferne Pew-Pew zu machen. Deswegen wollte ich ja den Vorboten spielen, aber da End of Dragon mich ja absolut verloren hat, irgendwann mal wird es mich packt, aber... Würde mich mal interessieren, ob wir die Einzigen sind, die durch irgendwelche Vorstellungen, weil sie sich die Klasse angeguckt haben, in irgendwelche Richtungen dann geblendet worden sind. Wie wir, wo wir dachten, ja, der Ingenieur ist einfach der Revolverheld. Wäre mal ganz interessant, dazu Kommentare vielleicht mal zu lesen. Wir haben noch einen letzten Kommentar, auf den wir natürlich sehr gerne immer eingehen. Und zwar Christian J. mit 3 Däumchen nach oben. Vielen Dank dafür. Schön. Vielen, vielen Dank für den Kommentar. So. Ich habe das Gefühl, meine PlayStation 5 wird ruhiger. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, das Spiel ist bald installiert. Ich weiß, das klingt so, als ob ich irgendwie eine Anlage. Ich hoffe, dass ihr das nicht so stark hört, ehrlich gesagt. Ich mache das Mikrofon aus. Aber ich hocke hier im Gefühl, ich habe so eine Klimaanlage, die irgendwas an. Das, das kommt davon, wenn man halt Glück hat und kriegt eine PlayStation in 2021. Die hat dann Spulen. Ist er geworden. Das ist sehr gut, dann kann ich sagen. Okay, aber bist du fertig mit dem Ausmachen? Ich bin gerade noch dabei, also sag mir was. Okay. Dann muss ich noch was sagen, muss ich noch überbrücken. Oh Mann. Ihr dürft gerne Kommentare zu diesem Podcast hinterlassen. Das könnt ihr übrigens auf YouTube tun, das könnt ihr aber auch auf unserer Webseite tun. Ihr dürft generell auf unserer Webseite auch unter jedem Artikel einen Kommentar hinterlassen, genauso wie unter jedem Video auf YouTube. Wir dürfen uns natürlich auch auf Twitter folgen, da wir immer das auch mal am Anfang des Podcasts haben und nicht so am Ende. Dann jetzt ehrlich gesagt wie eine Abmoderation. Ja, ich weiß. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir haben auf unserer Webseite haben wir einen Link, da könnt ihr euch bewerben. Genau, wenn ihr ganz oben in der Bar über uns geht. Ich kann es zeigen, ich habe es zufällig sogar auf. Oh. Ja, schau mal hier. Wenn ihr oben auf über uns geht, oben in der Leiste, gibt es einen Punkt Reflinks. Ah, genau. Und dann ganz unten am Ende des Artikels gibt es eine Sektion bei uns mitmachen, meine ich, heißt der. Seid dabei, seid mit dabei, bewerbt euch. Gut, aber genau. Das ist auch da hinten auf der Seite allgemein immer dabei. Ja, genau. Also darauf können wir auch mal hinweisen, weil ich bin ganz froh. Guck mal, hier steht, deaktiviert euren Adblocker und wie du sehen kannst, habe ich Adblocker an. Das ist natürlich... Ja, sehr gut. Ja, das hat ja Gründe. Wir hatten ja hin und wieder... Google-Werbung natürlich, die wir nicht kontrollieren können und wir hatten dann im Podcast mal ein bisschen... Ein bisschen schlechtere Werbung da, so ein bisschen komische und nun dann gut, es war natürlich gut, wir konnten dann dementsprechend dagegen vorgehen, aber ich will halt versuchen, wenn ich die Seite halt jetzt hier im Podcast zeige, unbedingt irgendwie so. Ja, sicher ist okay. Sicher. Ich verklage dich wegen Hacking, ist okay. Ich verdiene doch gerne mit dem Podcast, was willst du denn? Hol dich wieder rein mit den 5 Millionen Aufrufen. Ja, genau. wir können ja auch dann direkt mal in ein Event reinschauen, das an diesem Wochenende stattfinden wird. Und zwar richtig, am 24. Genau. und 25. Juni. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben den Pride Month. Der wird ja besonders im Internet, muss man auch immer sagen, sehr ausgiebig gefeiert. Mhm. Und wie die letzten Jahre auch, gibt es den Tyria Pride, der eben am 24. und 25. stattfindet, wo man sich so eine einzelne Farbe des Regenbogens einfärbt und dann läuft man als Trupp, praktisch als Regenbogen, durch Tyria. Am Samstag geht das Ganze los. Da geht es dann los von Ebonfalke, dann wird dann wirklich in Schrittgeschwindigkeit bis nach Götterfels gelaufen und am Sonntag macht man das Ganze nochmal, aber mit einer anderen Strecke, und zwar von Löwenstein bis zum Feld der Gefallenen. Oder? Moment. Ich weiß gar nicht. Hä? Moment, wohin gelaufen die denn? Das ist falsch. Das waren nur die Treffpunkte. Ich habe mich gerade schon gewundert. Hä? Das liegt irgendwie ein bisschen nah aneinander. Okay, ich weiß nicht, wo sie hinlaufen.
Sie laufen auf jeden Fall sehr, sehr weit. Nein, das steht hier im Englischen. Steht das da drin? Drin, ja. Oh, und zwar ist es hier so, das geht von Ebonfalge nach Ratasum, Provinz Mitrika. Da wird dann halt zusammengestanden, Spaß gehabt und halt das Geld gesammelt für die gute Sache. Und genau. Dann weiß man nicht. Stimmt, da steht tatsächlich nicht drin, was man von Löwen steht. Ist okay, geht. Ist okay. Das ist auf jeden Fall eine Sache, da kann man vorbeischauen. Es gibt auch immer eine Menge Streams. Es wird auch Geld gesammelt, wie du gerade schon richtig gesagt hattest. Und ja, kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Ja, das wird, soweit ich weiß, ja auch von Arenet unterstützt. Gell? Ich nehme stark an. Also ich würde nicht sagen, dass Arenet das ablehnt. Nee, ich glaube, die werden das sicher auch noch tweeten. Hoffentlich. Also bis jetzt war es ja immer schon so, weil Arenet ist ja definitiv da ganz stark dahinter auch. Ja. Ist auch interessant, weil es gab am Wochenende auch so eine Parade in Final Fantasy XIV. Breach hat zum Beispiel das am Sonntag. Deswegen habe ich das mitbekommen, zwangsläufig. Und das ist eigentlich relativ gleich gewesen. Da gab es dann auch einen DJ, der Musik gemacht hat. Gut, das sage ich mal, die sind gelaufen, ich glaube, durch Gridania, das ist die Waldgegend. Und danach haben sie sich auch getroffen und es gab einen DJ, wo die ganze Zeit über Twitch dann noch so Live-Musik gemacht hat. Der hat ziemlich viele Substance gezeigt bekommen. Und ja, also auch da wird es definitiv gefeiert. Das ist eine schöne Sache, ganz ehrlich. Also finde ich gut. Unterstützt es voll. Bei uns wird es allerdings nicht gestreamt diesmal, weil Eora im Urlaub ist. Ja, auch gegönnt. Eben. Und also von daher, definitiv eine gute Sache. Wichtiger denn je, muss man ehrlich sagen. Mit dem, was alles in der Welt vor sich geht, vor allem in den USA, weltweit eigentlich. Immer eine gute Sache, dass man sich dafür einsetzt, dass man Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Und dass die Menschen auch stolz drauf sein sollen für das, was sie sind. Deswegen auch Pride. Gut. Damit haben wir die erste News fertig. Weil nochmal, gut, das war eigentlich nochmal so eine Erinnerung an das Ganze. Wir hatten das ja schon mal im Podcast. Ja, genau. Dann, ja Gott, kommen wir zur einzigen News diese Woche tatsächlich. Für viele wahrscheinlich die wichtigste in den letzten Wochen. Und zwar, oder Jahre, ja, immer als Fraktalspieler natürlich eine der wichtigsten. Seit 2 Jahren, News. Oder? Ja, ich glaube, es müssten jetzt 2 Jahre sein. Ja, das letzte war Sanqua Peak und der Sanqua Gipfel. Ja. Und das war ja unser erster Teaser zu Kanta. Ja. Und ja, seitdem gab es kein neues Fraktal mehr. Und jetzt gibt es endlich, und zwar am 27. Juni, das ist nächste Woche am Dienstag, gibt es ein neues Fraktal, das heißt Stumme Brandung. Und was ist das hier? Oh. Da passt was mit dem drück oben gut. Rechts auf den Mond. Drück oben rechts auf den Mond. Dann wird's besser. Es sollte aber auch beim Weißen sein hier. Ja, da muss ich mal Dark fragen. Müssen wir ins CSS mal reingucken. Okay, ist ja nicht schlimm. Okay. Witzig. Ah, genau, und man sieht, ich benutze immer einen Dark Queen. Also Nummer 1 war das so, wir hatten die Nachricht über das Fraktal in einem Newsletter bekommen. Also für diejenigen, die keinen Newsletter haben, haben nichts bekommen. Die haben nichts bekommen, Gott, Hilfe. Ich merke schon, die Gedanken sind ein bisschen schwierig. Also Fakt ist, es gab zu dem Fraktal bis zu gestern keinerlei Informationen, außer im Newsletter. Genau, und natürlich der Roadmap, die wir mal hatten. Natürlich. Genau, also wir hatten über den Newsletter hatten wir tatsächlich schon letzte Woche drüber gesprochen, aber ich fand es eigentlich ganz passend, deswegen habe ich das hier in diese News auch mit eingebaut und weil es mal so auch noch nicht auf der Webseite hatten und immer noch nicht viel mitbekommen haben, dass es so diese Information gab. Ich kann auch mal kurz vorlesen, was da nochmal im Newsletter drin stand, um zu erinnern. Nach der BVW-Beta müsst ihr euch schnell erholen, denn am 27. Juni wartet ein neues Fraktal der Nebel auf euch. Stumme Brandung. Wie im letzten Neues aus dem Studio erwähnt, bietet dieses neue Fraktal ein strafferes Spielerlebnis, ohne dass die spannende Story darunter leidet. Seid ihr bereit? Nach dem Jadewind zeigt sich eine neue Gefahr. Captain Thess und seine Bergungsmannschaft des Schlangenclans erreichen das Wrack eines Handelskonvois, der vor kurzem in Richtung Erntetempel aufgebrochen ist. Ihre Suche nach weiteren Überlebenden der Lachsen
führt sie unter das versteinerte Meer und sie ahnen gar nicht, welches wuchernde Böse sie dort erwartet. Gott. Oh mein Gott. Ja, genau. Captain Fess, der da unten irgendwas sucht, irgendwas findet, sagen wir es mal so. Also, was sie suchen, ist ja klar, überleben in Lachsen. Wir haben letztes Mal noch ein bisschen überlegt, ob wann genau geschichtlich das Fraktal einzurichten ist. Das muss kurz nachdem Shiro ermordet worden ist. Ja, wir haben überlegt, ne, ob das irgendwie ein Handelskonvoi ist, der da Jade transportiert hat und das dann der Handelskonvoi ist, von dem da die Rede ist. Oder halt, wie du es gerade sagst, ziemlich direkt nach dem Jadesturm. Dass da halt wirklich ein Schiff war. Da würde aber das Video dann auch passen, wenn man sich das gleich anguckt. Genau. Das Video, das sie wieder nur auf Twitter veröffentlicht haben. Letztes Mal. Ja, es ist absolut frustrierend. Also, ich meine, Twitter sollte mittlerweile die letzte Anlaufstelle eigentlich sein, um Großmarketing zu machen, weil Twitter und der ganze Misch der Elon Musk abzieht. Es wird immer schwieriger, ehrlich gesagt. Also auf YouTube hätte es wenigstens noch sein können. Also mindestens. Aber ich verstehe es auch nicht. Also man könnte gerade meinen, einen Blogpost zu schreiben, einfach mit dem Ding hinzuknallen, ist zu viel Arbeit. Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es halt auch nicht. Also wir hatten ja schon mehrmals drüber geredet. Und wir sehen es ja auch hier, ne? Du kannst ja unten, das ist ja der deutsche Tweet. Diesen Tweet haben gerade mal 772 Leute gesehen. Du siehst es unten links. Naja, 771, weil ich jetzt drauf geklickt habe, bin ich ja auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, whatever. Lass es 770 einfach nur sein, ne? Einfach halber. Das ist wirklich nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Ja, es ist halt einfach schlechtes Marketing. Und ein Blogpost kriegen viel mehr Leute mit in der Regel als ein Tweet. Und wenn man es zumindest auf mehrere Plattformen noch bewerben würde. Aber es gibt ja keinen Blogpost, wie du gerade schon gesagt hast. Es gibt, glaube ich, keinen Facebook-Post. Es gibt kein Twitter. Es gibt einen Twitter-Post. Ich glaube, einen Instagram-Post gibt es nicht. Da kommt ja auch nichts mehr. Das ist auch eingeschlafen, habe ich gesagt. Ja, es ist schwierig. Ja. Aber vielleicht kann es ja Bockotter dann jetzt demnächst richten, ne? Ja, man darf gespannt sein. Ich hab irgendwie das Gefühl, dieses Fraktal-Video wurde einfach noch reingemacht, weil wir uns beschwert haben, dass wir ja als Content Creator eine Woche vor dem Content nichts bekommen. Und deswegen wird es auf Twitter hoch. Ja, ist das so, weil Crouch bleibt ja dabei mit seinem. Wir machen den Trailer am Release-Tag. Viele haben ja auch damit gerechnet, dass dieser Trailer am Dienstag kommt. So nach dem Motto, oh, ein neues Fraktal ist da. Jetzt logge ich in Guild Wars 2 ein. Toll. Dann muss ich nicht noch eine Woche warten. Ach, es gibt einen Instagram-Post, okay. Gibt's ja. Na dann. Ich habe kein Instagram, deswegen gehe ich nicht mit. Nee, dann danke an Dina dafür auf jeden Fall. Gibt's einen Hive-Post oder sowas? Mastodon. Ein Mastodon-Post oder Fettet. Wie heißt das? Da gibt es noch eins hier gerade. Fällt gerade der Name nicht ein, was Abi das wo mal Blue Sky TikTok. Oder so, glaube ich, heißt das. Blue Sky, war das nicht irgendwas so in der Richtung? Keine Ahnung. Es gibt noch TikTok, es gibt noch andere tolle sozialen Kanäle. Gut, schauen wir uns das Video an. Würde ich vorschlagen. Gut, ich hoffe, dass es nicht ganz so laut ist. Ja, das können wir uns schenken. Das ist... Oh, ein neues Logo. Ach nee. Ja, was ist zu sehen? Wie ein Newsletter beschrieben, gibt es so eine Schlucht, wo man halt unter dem Jademeer nach Lachsen sucht. Ich glaube, man sieht auch dieses Schiff. Vielleicht kannst du da... Du kannst, glaube ich, ja, auch... Ja, nee, das passt schon. Optionen kannst du, glaube ich, das Video auch langsam abspielen lassen, tatsächlich. Ja, guck mal, da muss ich sagen, das ist richtig toll. Ich kann hier einfach sehr schön vor- und zurückspulen. Es gibt auch irgendwo eine Option, damit du das Video auch langsamer abspielen kannst, so mit 0,25% der Geschwindigkeit. Wahrscheinlich nur, wenn ich direkt auf Twitter gehe. Ah, ja, wahrscheinlich. Ja, schauen wir mal.
Das ja, nur direkt auf Twitter, genau. Und da kann ich dann ja die Wiedergabegeschwindigkeit. Das ist super angenehm. Ja. Weil es passiert sehr viel innerhalb von diesen, ja, nicht mal 40 Sekunden, weil kann mal diese ganze Logo-Geschichte mal rausschneiden. Genau, wir sehen hier ein Schiff, was wahrscheinlich dieser Handelskonvoi ist, der da beschrieben worden ist, der Lachsen. Und ich würde sagen, das sind alles drei Spieler. Ich glaube nicht, dass da Kapitän Fest dabei ist von den drei Personen, die da angezeigt werden. Interessant finde ich hier auch diese Jade-Formation tatsächlich, weil du siehst hier eine richtige Gischt im Hintergrund. Und aber auch einzelne Jadeblöcke, die in der Luft fliegen. Oder ja, das überrascht schon ein bisschen, warum schwebt. Das verstehe ich nicht. Aber vielleicht ist das einfach nur künstlerische Fraktalfreiheit. Das kann auch ja, sein. Okay, es ist vielleicht ein versteckter Erfolg oder so, dass man da hochspringen muss oder so. Aber es wird nicht ganz passen, glaube ich. Wer weiß das schon. Wir werden es sehen nächste Woche. Ja, weil es macht keinen Sinn, dass, soweit ich weiß, gab es mit Gravitationssachen nichts. Doch. Es gibt. Du kannst ja zum Beispiel auch in der Fraktallobby einstellen, dass die Gravitation nicht so stark ist. Ich meine jetzt am Jademeer. Gab es da was? Nur am Ende Tempel gibt's fliegende Steine und Fragmente. Ja, das ist richtig. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das von der Lehre war. Ja, genau. Ja. Ich sage ja, das könnte mit Lehre. Also, müsste man jetzt mal so einen Lehre-Jade-Experte fragen. Ja gut, ich will ja keine Jorah-Statue da draus machen. Es ist einfach nur so, weil es halt auffällt, okay, weil alles wurde zu Jade, aber das ist rumschwebt. Vielleicht ist noch ein bisschen Magie in der Luft. Es gefällt mir halt mega gut, ne? Also es zeigt halt wirklich einfach, wie hier im Jademeer einfach der Moment einfach festgefroren ist. Das ist eine super schöne Geschichte. Ja, die Wellen da an der Seite zum Beispiel. Ja. Hier ist noch so ein bisschen. Das hätte ich mir ein bisschen mehr in End of Dragons tatsächlich gewünscht. Aber gut, man hat halt schon viel abgebaut, ne? Genau, dann hat man halt jedenfalls diese Schlucht. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich vermutet man dann so storymäßig, dass da unten einfach überlebende Lachsen sind. Da springt man dann wohl runter. Jeder dieser Spieler sieht man ganz gut, oder nur zwei der drei Spieler, die haben so Harpunenschleuder in der Hand. Oder haben alle drei? Ja, der linke hat es auch. Das sah gerade aus wie ein Gewehr, normales. Da hat einer schon vermutet. Das sind alles Mac-Lenker, die einfach nur den Mac nicht draußen haben. Ja, oder ganz wilde Theorien. Ich vermute einfach, das sind einfach die Dinger, die dann benutzt werden, die dann geschossen werden. So. Wie heißen die Dinger? Rebel Hooks. Greifhaken da. Greifhaken, danke schön. Schießen. Und dann sich über diese Schlucht drüber hinweg schwingen, so wie man das tatsächlich von Draconis Mons kennt, mit den Eichenherz-Essenzen. Ich musste das tatsächlich nochmal nachgucken, wie das heißt. Ja gut, du hast vollkommen recht, das sieht man. Das sind tatsächlich die Dinger hier. Jeder hat es. Ja. Nur unterschiedlich groß, genau. Hier ist von dran da den Greifhaken hier. Und ja. In dem nächsten Bild sieht man einfach, wie sie es hochschießen und dann weiter. Ist eigentlich ganz smart. Interessant ist natürlich, dass sie hier dann halt. Vielleicht gibt es einen Special Action Key, dann würde, glaube ich, Sinn machen. Oder weiß ich nicht. Also, so ist es ja eigentlich auch mit dem Greifhaken im Mond. Ja, es wird schon ganz passen. Wir haben ja das Palabayoko-Fraktal, da hat man ja auch einen Special Action Key. Nee, hat man einen Special Action Key, um da zu springen. Da springt man ja über die Dächer mit einem Special Action Key, womit man dann ein bisschen höher springt. Ja, das ist so. Nur dann haben wir halt auch. Theoretisch gesehen das Ganze sogar noch sieht. Interessant ist dann auch noch, dass hier wieder diese, oh Gott, wie heißt das auf Deutsch? Im Jadeboot, wo man die Plattform machen. Die Seilbahn. Seilrutsche oder so. Weil auf sowas musste ich nachschauen, wie die offizielle Bezeichnung dafür ist. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob das damals überhaupt in Kanta gab, weil das ist natürlich ganz klar, Jadeboot-mäßig macht es, aber da ist kein Jadeboot natürlich drin. Genau, ich glaube, das war tatsächlich auch ein Detail, auf das ich geachtet habe. Da sind explizit keine Jadebots angezeigt. Wäre auch ein bisschen seltsam einmal, weil wenn das halt wirklich direkt nach dem Jadewind hier stattfindet, dann gibt es natürlich noch keine Jadebots. Ne? Soweit waren wir mit der Technologie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und zum anderen
Man muss bedenken, dieses Fraktal ist jetzt nicht nur spielbar dann für alle Leute, die End of Dragons besitzen, sondern für alle Spieler, selbst für die Free-to-Play-Spieler, wird dieses Fraktal dann spielbar sein. Den kannst du nicht einfach einen Jadebot dann schenken. Das geht ja nicht. Das können wir nicht machen. Macht Sinn. Lina schreibt jetzt auch gerade in Guild Wars 1 gab es auch Seilrutschen, aber die waren anders. Okay, gut. Ja gut, ein bisschen künstlerische Freiheit gibt es ja. Also ich meine... Ich glaube, im Echowald war, um zu den Cursic, glaube ich, zu kommen, gab es dann so Seilrutschen, Seilbahnen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist richtig. Ein guter Einwand an dieser Stelle. Ja, also man scheint wohl auf diverse Weisen sich halt dann eben durch diese Hülle zu bewegen. Wir sehen jetzt, glaube ich, gleich noch die Hüpfpilze, genau, die man ja aus Heart of Horns kennt. Ich glaube, die sind nur ein bisschen größer, oder ich bin mir nicht sicher, weil könnte auch die Kameraperspektive sein. Aber es sieht schon ganz nett aus. Ich glaube, damit wollen sie einfach ausdrücken an diesem Part, ja, okay, es geht halt nicht nur darum, stumpf auf die Gegner drauf zu hauen, sondern dass man da auch bewegungstechnisch halt ein bisschen was ausrichtet. Ja, und dann sehen wir hier halt wieder, ich glaube, das sind wir diese Nagas, oder? The Bright könnte ja nicht sein. Ja, genau, die Nagas, die wir halt mit End of Dragons jetzt wieder bekommen haben. Es ist halt in dieser Qualität total furchtbar. Also die Twitter-Qualität macht es eh schon schwierig, aber da, ja. Das hier ist so, okay, ja, was ist das? Ein Pixelbrei? Ja. Eine Attacke ja. Vielleicht. Also man kann erkennen, dass es ein Naga ist, das rechts unten könnte noch irgendein Effekt sein. Dann und dann kommt halt jetzt Geist ganz hier viel. Oder so. Es kommt ganz viel auf ganz kurze Zeit. Ne? Wir hatten hier Nagas und dann sehen wir gleich mit der nächsten Serie gleich den nächsten Gegner. Ja, ich muss es mit Hand hier machen, weil wenn ich wieder draufdrücke, dann geht der Ton wieder an und das ist ein bisschen nervig. Genau. Da haben wir dann dieses Schattenvieh, das ein bisschen an den, wie heißt das Ding? Ich hab's auch aufgeschrieben gestern. Genau, den raffgierigen Wanderer aus den Gyalasenken erinnert. Womit man auch vermuten kann, dass es so thematisch in diese Dämonenrichtung gehen könnte. Meint, das Kanak sei dann so in der Richtung. Ja, also wenn halt man. Neuen Riedes sein also oder halt, sowas. Wenn es halt direkt nach dem Sturmwind ist, kann es nicht Kanak sei eigentlich nicht sein, weil Kanak sei ist dadurch befreit worden, dass die Lachsen die Jade abgebaut haben. Und der Sturmwind hat gerade erst stattgefunden. Es wird bestimmt noch keiner Jade im großen Stil abgebaut. Hier sind definitiv noch solche. Hier am Rücken und so. Ja, auch die Waffen erinnern mich ein bisschen an die einen Tengu-Waffen, die es gibt. Aber ist definitiv humanoid, also insektenmäßig nicht so ganz. Nee. Vielleicht so ein bisschen was wegen den Stacheln, weil denn wir wissen ja, die Konzeptart für die neuen Dämonen sind ja sehr insektoid. Da gibt es da schon ein bisschen noch was. Und Kanaxai war auch eine humanoide Person mit zwei Riesenhörnern, aber auch nicht so schattenfähig. Genau, die Person da, die ist mir tatsächlich auch erst jetzt aufgefallen, also vorhin, als das erste Mal sie durch. Das habe ich überlegt, könnte Captain Fex sein. Also ich nehme an, dass das TH da so ein bisschen ausgesprochen werden soll. Die Menschen sind komplett immer anders, das ist ganz faszinierend. Tesh war es, aber der Tesh. Fex. Fes, TH und so, ne? Fes, also einfach Fes jetzt. Fes, okay. genau, das nehme ich an. Und interessant hier an dieser Höhle, finde ich, die besteht ja nicht komplett aus Jade, ne? Du hast hier ganz normale Felsen und in den Felsen dann gleichzeitig Jade. Und unten halt diesen Nebel. Da habe ich auch schon überlegt, ist das vielleicht das Miasma, was man aus Guild Wars 1 kennt? Das war so eine Überlegung, die ich. Es hat definitiv Blitze, stellte. Weil wenn man hier ganz langsam fährt, sieht man, wie hier Blitze aufblocken. Ja, die zucken auch so an den Wänden entlang. Also wenn du mal ein bisschen höher gehst, ich glaube, dann sehen wir uns auch ein bisschen, also ein bisschen vorher gehst, ja, sehen wir dir auch an den Felsen entlang gehen. Ja, hier ist so ein Blitz. Ja, genau. Es sieht eigentlich ganz schöner Ort aus, eigentlich. Ganz ehrlich, wenn ich mir das Bild zum Beispiel jetzt hier anschaue, das hier, und ich wünsche, es wäre halt wirklich ein Full HD.
Das könnte ich mir für die nächste Erweiterung vorstellen, wenn es nämlich Dämonen geht. Weißt du, ein bisschen mehr Höhlensystem so in der Richtung. Weil das Ganze hat halt einfach mal so ein bisschen, sagen wir, ein Alien-Flair. So einfach wieder mal was Interessantes. Also es sieht definitiv interessanter aus als alles, was im Echowald ist. Also für mich persönlich. Du hast diese Kristallsachen, wo es ziemlich gut sind. Du hast diese Effekte, aber auch die Farben sind sehr schön. Also es ist ein guter Mix hier zwischen Lila, Rosa und dann natürlich die grüne Jade und das Blaue. Das hat, weißt du, das bringt so wieder so ein bisschen wie was vom verschlungenen Tiefen, so wie Chuck unten. Einfach mal so ein bisschen was anderes in Guild Wars 2 rein. Und ich finde, das hier ist definitiv interessant. Also, da würde ich gern mehr sehen. Weil es könnte ja auch sein, dass das vielleicht eventuell ein paar Assets sind, die sie jetzt dann weiterhin benutzen, so wie ich damals. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube das genau das nicht. Ich habe die Theorie. Im Grunde könnte man jetzt End of Dragons gerade so ein bisschen als Prototyp für die neuen Mini-Addons ja sehen. Und bei jedem Mini-Addon ist ja auch ein Teil innerhalb dieses Release-Zyklus auch immer ein Fraktal. Und meine Vermutung ist, dass dieses Fraktal thematisch immer so passend zu dem Mini-Addon ist. Ja? Wir haben jetzt hier, wir hatten jetzt End of Dragons, wir befinden uns in Kanta und man hat einfach ein Fraktal erstellt, was halt thematisch zu End of Dragons passt. Ne? Es handelt in Kanta, es hat was mit Jade zu tun, es hat was mit Jadewind zu tun. Verstehst du, was ich meine? Das habe ich auch nicht gemeint. Also mir geht es eher um das Art-Design hier. So, die Pilze zum Beispiel haben doch definitiv ein anderes Design und so in der Richtung. Wenn es halt um Dämonen geht und wir unten haben ja zwangsläufig was mit Dämonen zu tun, das ist ja dieser Gegner, wo wir gesehen haben, dass das vielleicht schon mal so in die Richtung geht, weil wenn du was über Dämonen machen möchtest in der nächsten Erweiterung, dann macht es keinen Sinn, wenn du Blümchen, Regenbogenwiesen und so ein Zeug hast, dann muss es ja ein bisschen düsterer sein. Vielleicht so ein bisschen in Höhlensystemen reinzugehen mit so diesen. Aber so düster ist der Ort jetzt hier auch gar nicht. Ne? Nein, du hast muss ja nicht hier, sein, aber... Du hast ja links oben auch gerade richtig den Sonneneinstrahlung an der Stelle, was mir mega gut gefallen. Also ich könnte mir so die Einstellung, wie du es jetzt hast, könnte ich mir gut als Postkartenoptik vorstellen, tatsächlich. Das sieht sicher schön aus, wenn wir es im Spiel dann anschauen, ohne dieses ganze Artefakt. Ja. Also das ist definitiv schön. Also sowas möchte ich gerne öfters sehen. Weil Guild Wars ist echt gut, wenn sie halt, sag ich mal, ihr eigenes Ding machen. Das ist das, was mein Kanta ja nur teilweise funktioniert hat, leider Gottes. Ja. Deswegen. Wir haben schon so viel gesehen, aber so ein Höhlensystem mit mehr so Flora und Fauna, ja, kommt halt drauf an. Draconis Mons hatte ja auch die Pilzhöhlen. Das war ja auch so ein Mix. Verschlungene Tiefen, klar, aber da war halt viel mit Chuck und Clipper. Heart of Thorns war so schön, wenn du drüber nachdenkst, mit den Leylinien zum Beispiel, mit den Höhlen, alles. Heart of Thorns war super abwechslungsreich, muss man auch sagen. Also, gerade, also, wie viele Leute sich nach wie vor... genauso, wenn du drüber nachdenkst, was da alles war. Nee, Path of Fire wirklich. Viele sagen immer, das ist nur Wüste, aber das stimmt ja nicht. Wenn du dir jede Karte anguckst, jede ist anders. Also, ja, klar. Ich sag nur, das Wüstenhochland mit der Schnee. Mit der Schneewelt hoch. Ja. Also, und so ein Zeug. Oder Flusslandet mit diesen riesen Palmen dann. Diesen total tropischen Wasserding da. Es ist jede Höhle anders, aber was ich halt zum Beispiel bei Heart of Thorn so geil finde, du hast die erste Map, wo es dann wirklich um Vertikalität geht. Ja, mit der grasgrünen Schwelle. Dann hast du die nächste Map, die eher flach ist. Wo du ein Meta-Event hast, was sich eher so auf das Zentrum der Karte konzentriert und du hast drumherum einfach so ein paar Events. Dann hast du verschlungene Tiefen, wo du dich innerhalb von 5 Sekunden verlaufen hast. Du setzt dir einen Wegpunkt auf deine Karte, um dahin zu laufen. Du wirst diesen Weg nicht finden. Dann, du kommst ja nicht mal in die Höhle rein, weil dann der Mordrum-Sniper da steht und sagt, hehe. Ja, und dann hast du... Und dann hast du halt, wie heißt es, Drachensturz? Nee. Widerstand des Drachens. Widerstand des Drachens. In Hauform, ja. Genau. Also Widerstand des Drachens, was halt dann eine klassische Meta-Map ist, ne, wo es nur um das Meta geht. Und das finde ich halt so super schön an Heart of Thorns, diese krass, also jede Map hat halt wirklich seine krasse Einzigartigkeit. Bei Path of Fire hast du halt über den Kamm geschoren, wie du so schön gesagt hast, jede Map ist irgendwo eine Wüste. Klar, jede Wüste ist ja ein bisschen anders für sich. Ne? Du hast die eine Ödnis-Karte, die eher so auf Schwefel ausgelegt ist und hast dann so ein paar Mechaniken Richtung Schwefel. Du hast die Kristallwüste, die halt wirklich eine klassische Wüste ist und so weiter.
Aber ich finde da die Abwechslung, also nicht so krass und steil wie bei Heart of Thorns. Persönlich. Was in Kanta? Oder was meinst du? Und ja, ja, gut, Kanta, Kanta ist. Achso, du hattest. Ja, ja, ich verstehe. Ich hab jetzt kurz natürlich nachher, du hast das Path of Fire gemeint. Ja, ja, genau. Kanta, ja. Kanta habe ich so einen Eindruck, ist so Provinz Zeitung, ist ein richtig schöner Spielplatz. Dann hast du. Ja, das ist sehr gut, ein Spielplatz, ja. Ja, anders kann man es doch nicht bezeichnen, oder? Das ist ein Spielplatz. Es ist überstrahlt du... vom Licht her. Es ist halt wirklich nicht schön mit mehr Kontrast und nicht so viel Helligkeit. Ich glaube, man hätte was Schöneres draus machen können, ja. Definitiv. Oh, ich find Provinz-Zeitung nach wie vor nicht schön. Nicht hässlich. Dann hast du. Hässlich habe ich auch nicht gesagt. Stadt Neu-Kaneng. Weil ich nicht so weiß, wie man die beschreiben soll, außer dass da irgendwie hier und dort was passiert, aber irgendwie. Ja, aber die hat ihren nicht. Eigenen Charme. Das muss man wirklich sagen. Also die fühlt sich definitiv so an. So etwas hat mein Guild Wars 2 noch nicht gesehen. Also, ja. Also was das angeht, die Riesenwand, wenn du mit dem Schiff ankommst, erstmal. Ja. Also ich sag ja nicht, dass es ein Abklatsch ist, das sage ich auch gar nicht. Dann haben wir Echowald, was auch nochmal tatsächlich einzigartig für sich ist. Was aber doch noch relativ nah an Provinz Zeitung kommt, meiner Meinung nach. Und dann hast du Drachenende, was schon ziemlich einzigartig ist in der Funktionalität, wie das ganze Ding funktioniert, kann man schon sagen. Ich glaube, das meiste, was mich am Echowald eigentlich gestört hat, ist die Tatsache, dass man genau sieht, wo sie die Bäume oben abgeschnitten haben. Wo man dann, also das Ding geht ja richtig weit nach oben. Und ich habe das Gefühl, dass sie in Bitterfrost damals die hohen Bäume viel besser gemacht haben. Ich gucke jetzt aber auf, ich habe ja auch nur die rosa-rote Brille auf. Das kann aber man sieht halt wirklich in Echowald, wo sie die Bäume abgeschnitten haben, weil es einfach nicht weitergeht, auch performance-technisch. Hm. Du hast nicht das Gefühl, du bist in einem Wald mit riesengroßen Bäumen drin. Ich persönlich, das. Aber gut, egal. Ist wie es ist, mein Geschmäcker sind halt verschieden. Aber wie gesagt, sowas spricht mich ja tatsächlich an mich von den Farben her. Auch, weiß nicht, ich hätte echt gern mal was mit dem Höhlensystem. Ja. Ja, also ich gebe dir schon recht. Was anderes. Richtig, ja, klar. Also ich gebe dir generell recht. So richtig schöne Höhlenerforschergeschichte wäre mal echt geil. Genau, also. Ja, und das ist eigentlich alles, was wir jetzt zum Fraktalstumme Brandung wissen, um auf das Thema wieder zurückzukommen. das müsste dann praktisch das letzte Update, würde ich mal behaupten, sein, rund um End of Dragons. Das heißt, mit dem 27. Juni sind alle Wege offen für das erste Mini-Addon. Kann das Marketing endlich starten hier? Yeah. Ja, ja, es ist ja auch so, es ist ja der letzte Punkt auf der Roadmap, die wir hatten. Also mit dem 27. Juni endet die Roadmap. Das heißt, ich vermute auch, dass wir nächste oder übernächste eine neue Roadmap bekommen, beziehungsweise eine Ankündigung für den Addon. Weil wir hatten ja auch schon im letzten Blogpost, in der letzten Roadmap, haben sie ja schon gesagt, dass sie schon ziemlich weit mit dem Addon sind, sogar so weit, dass sie jetzt schon an dem nächsten Quartalsupdate, an dem ersten Quartalsupdate dieses Mini-Addons ja arbeiten. Und deswegen nehme ich stark an, dass wir dann auch dementsprechend schon was sehen werden zum Addon jetzt im Juli. Ich sag mal vorsichtig Juli. Dann kann ich nicht falsch liegen. Ja, es würde passend sein. So nach dem Motto, wir fangen im Juli an, den Teaser zu machen. Und am Geburtstag von Guild Wars 2 kommt dann das Addon raus. Das wäre so typisch. Auch so typisch, ja. Das ist noch im Sommer. Manche spekulieren ja sogar, jetzt wo Reddit ja wieder auf ist, weil der Protest ja nicht wirklich funktioniert hat. Das ist ein anderes Thema? Ja, ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall spekulieren halt jetzt einige Leute, dass halt am letzten Tag vom Sommer das Addon rauskommt, damit Arena noch sagen kann, ja, wir haben es im Sommer veröffentlicht, so wie es mit End of Dragon war. Es ist definitiv noch im Februar. aber ja, ich denke, die Chancen, also wenn es im Sommer kommt, macht der Geburtstag von Guild Wars 2 am meisten Sinn einfach. Weil ich kann mir halt einfach vorstellen, dass sie einfach so, das würden sie sich nicht nehmen lassen. Das macht einfach Sinn.
Ja, sie werden definitiv nicht nochmal den Fehler machen. Also irgendwas kommt, da würde ich sagen. Ob sie die Ankündigung vielleicht um den Geburtstag herum machen und dann erst im September oder so. Oder ob sie halt dann wirklich jetzt in den nächsten 2 Monaten oder 3 Monaten dann veröffentlichen. Weil das ist ja das, was wir beide ja denken. Dass es spätestens in 3 Monaten kommt. Ich bin auch überzeugt davon, dass sie hoffentlich nicht nochmal den Fehler machen, wie es bei Path of Fire der Fall ist. Ja, hier, Add-on. Ja, das, wenn, doch, das ist ja genau das Problem. Das ist ja das, was sie aktuell machen. Wenn, wenn du am 1. Juli oder sag ich mal Anfang Juli jetzt deinen Livestream machst und dann das Add-on ankündigst, dann hast du im Prinzip, sagen wir mal, 6 Wochen vielleicht 7 Wochen höchstens. Also nicht wirklich 2 Monate, oder definitiv weniger. Als Werbung für das Add-on. Gut, ich meine, es macht Sinn. Es gibt ja keine Elite-Spezialisierung. Irgendwas Neues im Kampfsystem und so weiter gibt's ja. Mal schauen, was es ist. Wenn man da jede Woche oder alle 2 Wochen einen Livestream macht, dann funktioniert schon. Aber es ist halt wieder nichts, mit dem man großartig halt, bewerben kann. Groß was machen kann. Und es wäre auch dumm, ehrlich gesagt, im September was zu veröffentlichen, wenn Starfield rauskommt. Klar, Starfield und Guild Wars 2 sind komplett unterschiedliche Genres. Aber es ist halt immer schlecht, wenn zu der Zeit ein richtig großer Top-Titel rauskommt und du machst ein Add-on. Ist so ähnlich wie mit Elden Ring kommt raus und ja, wir haben auch ein Add-on. Ja, Elden Ring bestimmt die ganze Gaming-Presse. Und wenn du halt nichts Gescheites machst in Werbung, dann passiert auch nichts. Aber gut, glaube ich dann egal, wenn Arena etwas ankündigt, solange sie halt nicht wirklich Werbung dafür machen, interessiert sie auch kein Magazin. Das ist halt auch immer so ein Problem. Es ist halt nicht die Elder Scrolls. Die machen Livestream und dann kriegen sie die ganze Publicity. Wobei ich glaube, das ist auch diesmal weniger geworden. Für Necron war tatsächlich auch nicht viel. Da war, glaube ich, noch nicht mal auf GameStar viel los. Und die sind normalerweise immer mit ihren Meinungsartikeln, also sprich gesponserte Artikel, sagen, ach, das ist das beste MMO, was es derzeit gibt. Die waren immer furchtbar letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und selbst da war es relativ wenig sogar diesmal, habe ich das Gefühl gehabt. Aber ich glaube, Necron ist sowieso so ein Addon, was nicht so beliebt bei den Leuten ist. Muss ich mal Alex nochmal fragen. Aber ich glaube, die sind auch nicht ganz so glücklich. Naja, muss man mal schauen. Das ist bei Destiny übrigens auch der gleiche Fall. Also die Spieler... Oh, Alter. Du hast mir die Woche ein Video zu Destiny geschickt. Das Microtrans... Seitdem werde ich jetzt auf YouTube mit genau den gleichen Videos, mit dem gleichen Ton einfach bombardiert. Wie schlecht doch Destiny 2 inzwischen ist. So, sehr heftig. Dann schicke ich dir Lara damit. Oder T-Pod irgendwie so zu, und dann kriegst du halt davon irgendwas. Das Jahr von Guild Wars heftig. 2 again. Echt heftig. Weißt du, dann auch gestern ein Video mit Spekulationen zur Nintendo Direct angeguckt. Bombardiert mich YouTube mit Spekulationen zu Nintendo Direct. Also, ich weiß echt nicht, was das ist. Der Algorithmus halt, das ist völlig normal. Ich weiß nicht, was mit dem Algorithmus aktuell los ist. Ich möchte eher Diversität, nicht immer die gleiche Meinung hören. Diversität, diverse Themen, das ist mir viel lieber. Kann ich irgendwo eine Einstellung setzen, damit das passiert, bitte? Ich finde es halt immer so witzig, wenn man verschiedene Gaming-Communities einfach anschaut und dadurch, dass ich ein bisschen derzeit einige. Im Prinzip habe ich ja. Ich habe Destiny 2, ich habe Final Fantasy 14, wobei das spiele ich aktuell nicht, aber ich lese trotzdem, informiere mich halt, Warcraft und Guild Wars 2. Und ist halt interessant, weil relativ, wir haben ja schon mal im Podcast darüber geredet, aber die Überschneidung mit jeder hasst sein Spiel ist halt einfach faszinierend. Und wie sie sich halt alle ähneln und wie schlimm die Kommunikation vom Studio dann teilweise ist. Ja. Ist interessant, also im WoW steht aktuell wirklich gut da, weil sie halt wirklich viele Zwischenpatches machen. Der nächste kommt jetzt im Juli wieder. Also da gibt es relativ wenig Leerlauf. Bei Guild Wars 2 gibt es überhaupt keine Kommunikation. Da ist es halt wirklich ein bisschen zäh aktuell, Leute zu motivieren für Guild Wars. Muss man ehrlich sagen. Ja, ich würde jetzt aktuell die Zeit auch ein bisschen, also seit der zweite Teil der Gyarados-Senke draußen ist, haben wir so eine Guild Wars 2 Pause. Und ich merke das auch, ne? Ganz viele Leute gucken sich andere Spiele an. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Auch in Ordnung, man kann sich jetzt die Zeit einfach mal nehmen für andere Spiele wie Diablo 5 und Diablo 4. Wir sind ja auch noch bei 4. Wir sind auch gar nicht so weit. Erst nächstes Jahr kommt Diablo 5. Immer gut, andere Spiele zu spielen. Nein.
den Horizont zu erweitern. Das ist großartig. Ja. Ich verstehe die Leute nicht, die sich auf ein Spiel festbeißen und dann nach einigen Jahren richtig bitter werden, weil das Spiel nicht mehr das liefert, was sie wollen. Es gibt so viele neue Erfahrungen, Welten, die man machen kann. Ja. Man lernt dann auch sein eigenes Spiel eigentlich wieder besser kennen und lieben. Einfach mal sieht, okay, das läuft da besser und so. Das ist wichtig einfach. Ja, ich spiel auch selber seit 2 Tagen auch mal wieder Magic Arena, weil ich einfach Bock habe auf ein bisschen Magic, ein bisschen Gehirnzellen anstrengen. Warum limitieren? Aber, ja, 1-2 Runden mal spielen, dann mache ich es aus, dann gucke ich mir, was weiß ich. Achso, heute kam ja Secret Invasion raus, ne? Dann gucken wir halt mal eine Serie. Ja, das mit dem, wo KI-Kunst benutzt worden ist für das Intro und die ganze. Ist das tatsächlich so? Ja, das ist tatsächlich so, ja. Und ich mir die Art Community dreht völlig hohl aktuell zurecht. Ich habe mir das Intro angeguckt, habe mir noch gedacht, so hart nach KI-Art aus. Es war so KI-Art. Es wurde outsourced. An ein Studio, die auch für andere Serien von Marvel und Co. FFX, also die Spezialeffekte gemacht haben. Ja. Und die haben jetzt bewusst dieses AI genommen, weil das passt zur Thematik hin und her. Im Klartext, die wollten dann einfach kostenlos was machen, ohne einen Künstler zu bezahlen. Und das kam raus. Und die Art-Community ist nicht glücklich, weil es ist ein weiterer Schritt dahin dafür, einfach komplett die Künstler wegzuschmeißen und alles nur mit Computer zu machen. Was also, natürlich Ich muss schon sagen, der Kunst ist. Also ich habe es mir angeguckt, habe mir gedacht, das ist 100% KI-Art, fand es aber auch ganz schön passend, irgendwie auch zu der Story und so. Das sagt der Showrunner, der Produzent genauso auch, aber es hätte auch ohne Probleme einen Künstler machen können und es hätte genauso toll und gut ausgesehen, aber es ist halt günstiger, auf den Knopf zu drücken, um geklaute Kunst millionenfach zu benutzen, um da was rauszumachen. Es ist furchtbar. Ich bin mal gespannt, ob das eine Einzigartigkeit bleibt oder ob das jetzt die Regel wird. Es ist ein Teststau für Disney, um zu sehen, wie ist die Resonanz damit, kommen sie durch, können sie machen. Gegen Disney kommt eh keiner an. Sag was Schlechtes über die Maus und die Maus kommt hier mit lauter Kater Carlos. Das ist ein ganz anderes Thema. Gucken wir mal, wie ArenaNet diese Woche Geld verdienen will. Ja, stimmt, das war ja was. Und zwar geht es diese Woche, ich habe schon wieder den Gegenstand vergessen, wie er heißt, Seidenjacke des Raufbolls, so heißt das Ding. Genau. Das ist jetzt für 500 Edelsteine im Edelsteinshop gibt. Ja, ich klicke nur kurz. Ich habe noch kurz auf Twitter nachgeschaut, ob sie dann noch was Neues haben. Man weiß ja nie. Währenddessen kann ich noch erzählen, es geht um ein Brustteil, was schon viel Einzigartigkeit für sich besitzt. Denn das Brustteil besteht einmal aus einer Jacke, einer Seidenjacke, also Verbänden, Bänder, die bei Frauen an der Brust, bei männlichen Charakteren am Bauch, übrigens auch bei Asuran gibt es hier einen Unterschied tatsächlich. Naja, Asura-Frauen haben ja keine Brüste, aber trotzdem werden die Brüste. Aber da ist dann der Verband auch auf Brusthöhe und bei. Tatsächlich haben sie mal da auch Unterschiede gemacht bei den Geschlechtern. Und eine Besonderheit an dem ganzen Ding ist noch, dass es noch Bandagen gibt, die an den Handgelenken sind, die man tatsächlich auch noch sieht, wenn man nur so Handschuhe anhat, die halt nicht über das Handgelenk gehen, haben wir dann am Ende des Videos, haben wir da ein gutes Beispiel extra eingebaut. Genau, und das ist das ganze Ding, also diese Jacke oder, naja, eine Weste ist es nicht, ist es schon eine Jacke, hat auch ein paar Verzierungen, die hat dann an den Seiten dann so ein Symbol, so ein Kreis mit irgendwie 4 Quadrate und drumherum habe ich irgendwie Klammern und im Nacken hat man nochmal so ein Symbol. Ist eigentlich ganz cool. Mir gefällt sie eigentlich ganz gut. Kostet halt 500 Edelsteine. Das Ding. Ja, ich finde, das Ding wäre ein ideale. Das hätte man vielleicht in den Labyrinth-Klippen zum Beispiel machen können, als 9-Meter-Erfolg. Ja. Oh, das ist sowas in der Richtung, weil das ist definitiv kein Item, was 500 Edelsteine wert ist. Wenn du betrachtest, was es 500 Edelsteine zum Beispiel gibt, sind Leuchteffekte noch drauf, also mehr Animation,
Es ist halt schon schlicht. Ich meine, wie gesagt, es ist für den Sommer ziemlich gut. Das kann man schön kombinieren, hat also eine schöne Sommermode. Ich habe auch gemerkt, also ich habe ja zu jeder Rassen-Geschlechtskombination ja auch Screenshots gemacht. Und ich habe gemerkt, die Sivaris kommen mit diesem Ding am besten weg. Mit dieser Jacke. Also beim männlichen Sivari kommt das so ein bisschen rüber, als könnte ich mir damit so ein Honda aus Street Fighter mehr oder weniger damit nachbauen. Mortal Kombat Outfit hier. Also, und bei den weiblichen Sivari auch richtig lässig. Also, kommen wir schon vor, als könnte ein Sumo-Ringer hier mein Sivari werden, oder nicht? Ja, ich bin nur gerade mit deinem Norn hängen geblieben. Der Norn ist eh nochmal komplett wild. Schau mal, Durzan hier. Nee, ist nicht Durzan. Ja, stimmt, der hat komplette Markierung hier, das stimmt nicht. Das hätte ich falsch gezeichnet. Ich bestehe darauf, dass ich keine Bilder mit Durzan mache, weil dann müsste ich die Augenklappe abnehmen. ich weiß nicht, was du mit diesen Siam, diese Wüschenkatze. Ja, ich bin auch noch nicht so zufrieden mit der, mal gucken. Aber mit meiner Norn und Menschen, da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ist ja nicht relativ, ja, stimmt. Irgendwie bei Silvari-Frauen wirkt es ein bisschen selbstbewusster. Ja, aber also die Taille ist ein bisschen betont. Ja, weil sie schlanker sind vielleicht. Ja. Nee, schlank sind beide. Also ich finde, den weiblichen Silvari steht das Ding auch richtig gut. Ja, also man kann definitiv festhalten, es ist für 500 Edelsteine zu teuer. Aber die Idee dahinter ist halt, ich meine, wir haben keine Sommermoden und so in der Richtung. Wir haben immer noch keine Unterwäsche. Ja, gut. Immer noch keine kaufbare Unterwäsche. Muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, ArenaHead würde sich dumm und dämlich verdienen. Die Quartalszahlen würden einfach in die Höhe schnellen, wenn es plötzlich Unterwäsche gäbe. Einfärbbare Unterwäsche. Ja. Der Wunsch seit die Südlichbucht rauskommt. Es würde funktionieren, also wenn die weiblichen Charaktere noch weniger Kleidung haben, als sie eh schon haben. Und ja, das würde sich verdammt gut verkaufen, weil ich sehe es in Final Fantasy an. Das ist die Bademode, die du jedes Jahr eben im Sommer-Event kostenlos bekommst. Das ist immer Erfolg vom Firma-Event. Wird sehr gerne benutzt. Mein Inception WoW habe ich jetzt mittlerweile gemerkt, gerade bei Blutelfen. Vor allem bei Blutelfen. Wie viele da Tanks sind und einfach nur in der Badehose oder ich würde es nicht mal mehr Badehose nennen, das ist definitiv ein Tanker oder so, rumlaufen mit wenig, es ist schon interessant, ja. damit kannst du Geld verdienen. Sag ja, wenn sie Bademoden bringen würden, dann wäre es vorbei. Ja, ohne Frage. Arena hat jetzt Bademode. Es ist so heiß, ich bräuchte wirklich Bademode, glaube ich. Im Spiel. Ja gut, aber das muss man wirklich sagen. Also Badeklamotten an sich sind nicht verkehrt. Wie gesagt, sie hätten damals von Angelique, die ihr Partnerin war, hätten sie die ganzen Designs nehmen sollen von ihr. Und dann schön bezahlt natürlich dafür. Und dann, ich glaube, die Leute hätten es abgegeben. Weil das Zeug war toll, das war rassenspezifisch. Das kostet Arbeit, aber ich sag's dir, das wären Renner gewesen einfach. Definitiv. Aber gut. Kommen wir zu anderen Dingen, die wir zurück oder gut, im einen Fall nicht zurückkommen, sondern aktuell preiswerter verfügbar ist, und zwar die Taschenplatzerweiterungen sind jetzt reduziert. Nachdem sie letztes auch verschenkt worden sind über Twitch Drops, gibt es sie jetzt auch nochmal verbilligt um 20%, und zwar für 320 Edelsteine. Also, was ich durchaus gönnen, wenn man das gerne noch hätte. Wenn man dann noch Charaktere ausstatten will, dann haben wir noch, was haben wir denn noch Schönes? Drei Miniaturen sind wieder zurückgekommen. Mhm. Okay, Mini Knappin Aurin, das ist doch die man auch in der Gemeinschaftsruhe bekommt, in der Community-Truhe. Ja, richtig. Genau. Orangefarbenes Kätzchen und Glückslaternenwelpe. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Okay. So ein Mondfischwelpe, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ist das mittlerweile vorbei? Ich glaube, am Wochenende war noch. Ja, ich glaube, das müsste weg sein. Da gab es Ausrüstung. Den Charakter. Oder? Ja, es war auch letztens noch ein Charakterplatz auch im Angebot gewesen. Genau, das war auch noch da. Ich habe echt überlegt bei den Ausrüstungszeug oder bei dem Bildding, aber ich glaube, ich habe da schon maximal alles gehabt. Das war ja das, was man. Ich glaube, es ging nur bis 8.
Mehr wird nämlich nicht freigeschaltet, dann müsste dann Absperrung oder irgendwas gewesen sein. Ja, es gibt nochmal so Bildspeicher, dann hast du so eine Liste. Nee, es war kein Bildspeicher, das war tatsächlich, glaube ich, diese Bild-Templates, wo man... Ich bin ganz ehrlich, ne, die beiden Dinger verwechsel ich jedes Mal und ich habe einmal wirklich Geld aus dem Fenster geschmissen, weil ich außersehen so einen Bildspeicher anstatt so ein Template, so ein fertiges Template, was man einfach schnell durchwechseln kann, gekauft. Da habe ich mich richtig geärgert. Ihr glaubt nicht, wie ich mich aufgeregt habe. Ich habe das Ding gebraucht, wirklich gebraucht im Spiel. Und dann habe ich einfach so einen blöden Fehler gemacht. Ja, da hilft es tatsächlich in deinem Ausrüstungsmenü oder in, wo die Bildvorlagen sind, einfach zu schauen, okay, da oben ist noch dieses abgesperrte Symbol, das Schloss. Und dann draufklicken, dann kriegst du das richtige Item. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Und habe ich erst gemerkt, okay, andere wird nichts angezeigt, da gibt es nichts, ich habe schon alles, aber der Shop hat mir nicht gesagt, ich kann nichts mehr davon kaufen. Okay, Glück gehabt. Weil ich habe erst kurz überlegt und habe gedacht, nee, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich hätte... Achso, genau, das eine sind die Vorlagen und das andere sind, keine Ahnung was. Ach, die an der Seite, das ist dann die Liste, das sind die Vorlagen, okay. Das ist diese ganzen Benamungen. Also ich finde es halt mega weird. Ich finde es überall auch schlechtes Design, auch es ist monetarisiert, das Ganze, ist halt ein Riesen. Auch wie es funktioniert, finde ich immer noch ein bisschen schwierig, aber okay. Irgendwas wollte ich noch sagen? Komme ich gar nicht mehr drauf. Irgendwas wollte ich noch beitragen. Wirklich irgendwas Wertvolles für diese Bevölkerung hier draußen. Stay hydrated, ja. Das ist definitiv wichtig. Ich kann ja nochmal bei Guild Wars 2 kurz mal nachschauen auf dem Englischen, ob da irgendwas noch ist. Aber ja, es ist relativ ruhig. Ich meine, klar, wir haben natürlich jetzt das Fraktal-Video bekommen, aber nee, da ist auch nicht. Dann auch Sommerpause bei Arena. Ne? Ja, es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Machen wir alle ein bisschen Sommerpause. Ja, Abkühlung war echt mal schön. So furchtbar. Ja, das war's dann tatsächlich hier mit dem Item Workshop und auch mit den News. Es gibt tatsächlich nichts mehr. Das ist natürlich. Es tut mir leid. Es ist halt ein Problem. Wenn ihr vielleicht noch ein bisschen mehr von uns verfolgen wollt, dennoch könnt ihr gerne auf guildness.de vorbeigucken. Habe ich ja schon am Anfang des Podcasts gesagt. Na, da könnt ihr auch gerne mal auf überall mal Kommentare hinterlassen. Auch auf Twitter zum Beispiel, vor allem zu diesem Podcast. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf twitch.tv/guildness vorbeischauen. Da streamen wir immer wieder. Ich bin auch gerade ein bisschen, streamen ja auch jeden Sonntag, bin ja auch schon ein bisschen am Überlegen. Ich habe eigentlich Bock, mal ein bisschen was anderes zu machen. Also Guild Wars 2 nach wie vor, aber ein bisschen was anderes. Vielleicht probiere ich tatsächlich da was am Sonntag mal was aus. Ne, ein bisschen nochmal komplett anders. Mal gucken, ob ich mich da ranwage. Da bin ich noch ein bisschen Hardcore-Modus? Okay. Ansonsten, was ihr übrigens auch machen könnt, ihr könnt auch den werten Sky, der hier zum Beispiel mein Bildchen, weil das natürlich 1:1 von mir gezeichnet worden ist, ich sitze gerade genau so da, wie dieses Bild, was hier gerade zu sehen ist, hocke ich gerade 1:1 da. Die könnt ihr übrigens super toll auch mal begutachten auf Twitter zum Beispiel. Da heißt nämlich der Sky Gears to Gnomes oder auf Twitch ist Sky eigentlich gar nicht unterwegs, aber auf Tumblr. Sky ist ein Altlasch von WoW. Es war mein Spitzname im Raid in WoW und ich habe das halt einfach übernommen dann. Und es ist halt irgendwie hängen geblieben hier bei Guild Wars. Mit Gears-Zeug, das Ganze kam erst später, ein paar Jahre später. Aber ist okay. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Oder warst du schon fertig? Mehr habe ich gerade nicht zu erzählen. Ja, weil hier zum Abschluss nochmal eine Frage kam von Duralex. Das ist so ein bisschen für die meisten Leute, die wissen das, aber wir können das jetzt. Der offizielle Teil ist ja vorbei und den Rest können wir ja trotzdem noch kurz hier drin lassen. Weil die Frage nochmal aufkam: Was ist der Unterschied zwischen Steam-Version von Guild Wars 2 und den Original-Launcher? Ja, gut, ich meine, wo fangen wir an? Ja, gut, also bei. Im Grunde ist einfach erstmal beides das Gleiche. Das Schöne ist, beim Steam-Launcher, du kannst es dann halt alles super über Steam halt auch updaten, so wie ihr das halt von anderen Steam-Games kennt. Ansonsten muss man halt den Guild Wars 2-Launcher benutzen, wenn man halt den
Original Game Pass 2 Launcher willst sitzen. Ich glaube, der größte Unterschied eigentlich, also spielerisch, zwischen Steam und dem ganz normalen Launcher ist, du kannst unter Steam keine Edelstein-Codes verwenden, einlösen, die du zum Beispiel auf Instant Gaming, einer unserer Partner, erwähnen kannst. Damit haben wir auch mal Werbung gemacht. Oder wenn man bei dir beim Burrito-Rad zum Beispiel vielleicht oder irgendwann mal ein Giveaway gewinnt für also, ich mein, Item-Code, genau, dann kann man also den nicht gibt, einsetzen. Da. Genau. Ja, Item-Codes funktionieren, es gehen nur Edelstein-Codes nicht. Das hat was damit zu tun, dass Steam bzw. Valve natürlich ein Obolus-Set dafür hat, wenn jemand über Steam das Spiel spielt und dann auch über Steam Edelsteine kauft. Und dann würde das ja einen zweiten Sekundärmarkt aufmachen, der dann Steam geben würde. Deswegen geht das alles nicht. Aber im richtigen originalen Launcher geht das eben alles. Da kann man eben Edelstein-Codes eingeben. Das ist eigentlich der einzige große Unterschied zwischen den beiden. Ansonsten... Na gut, es ist halt auch so, man kann zum Beispiel, man muss sich halt dann für eins entscheiden. Das heißt, wenn man dann... Man kann jetzt zum Beispiel nicht auf der, wenn zum Beispiel jetzt 50% günstiger ist das Spiel und man will es jetzt auf der Hauptseite von Guild Wars 2 kaufen, dann kann man den Code nicht benutzen für Steam und so ein Zeug. Deswegen aber, hat auch doch ein Problem. Aber in der Regel, also was ich schon beobachtet habe, ist so, wenn es auf Steam verbilligt ist, ist es auch auf der Webseite verbilligt und auch umgekehrt. Ne? Also die Preise sind an der Stelle auch nicht unterschiedlich. Genau. Ansonsten, man kann natürlich auch wenn man uns noch einen Gefallen tut, dann benutzt man den Launcher. Wir haben da auch einen Rev-Link dafür, den findet man bei uns auch auf guildnews.de bei dem Punkt über uns und da gibt es einen Unterpunkt Rev-Links, da findet man den. Wir haben den auch gerade noch im Chat hier schnell reingepackt hier auf Twitch. Wenn man sich da nämlich anmeldet, ein bisschen spielt, dann kriegen wir tatsächlich einen Obolus dafür, dass wir euch beworben haben. Und ihr zahlt dafür nichts. Einfach das Spiel spielen. Ja, also ich generell würde ich immer sagen, Original-Launcher sind einfach besser, weil wie wie Inanna ja auch geschrieben hatte hier, das reduziert halt die Komplexität um eine Instanz. Aber es ist halt, sag ich mal, ein Launcher weniger, den man halt benutzen muss, weil über Steam muss man noch was machen und ich weiß nicht, es ist, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich halt einfach Original nehmen, da ist halt alles drin. Ich sag's mal so, ich glaube von in Sachen Übersicht ist Steam aber trotzdem besser wegen der Complete Edition zum Beispiel und dem ganzen Zeug. Weil ja, wobei alles auf einer Seite. Auch, wobei es inzwischen auch auf der. Es ist besser geworden, aber manchmal ist die Seite auch ein bisschen konfus. Stimmt schon. Aber ja. Man ist ein bisschen unabhängiger, man ist nicht an Steam gebunden, wenn es da Probleme gibt, sondern nur an den Launcher. Also ich nutze nur die Fassung, weil klar, wir haben Steam gibt es ja erscheint letztes Jahr. Mit Guild Wars 2. Und bis jetzt gab es eigentlich nie Probleme. Ich sag mal, wenn du natürlich viele Freunde auf Steam hast, die jetzt auch Guild Wars 2 spielen wollen und die wollen über Steam dann chatten und da halt Sachen benutzen, Funktionen, ja, dann macht es wahrscheinlich da auch. Aber das kommt halt immer drauf an. Weil ich glaube, heutzutage nutzt man sowieso mehr Discord. Wir nutzen Steam-Chat eigentlich. Ich hab in der Vergangenheit halt schon sehr lange Chats über Steam. Ich habe auch früher, war ich auch extrem viel in so Steam-Gruppen unterwegs, wo ich dann auch über den Steam-Gruppen-Chat dann mit den Leuten mich ausgetauscht habe. Ja, aber das ist alles Discord mittlerweile irgendwie geworden. Das ist alles Discord. Das ist aber auch schon vor Discord irgendwann schon ausgestorben, weil halt irgendwie, die Leute hatten irgendwie nicht so Bock darauf. Ja, das stimmt schon. Also ich in diesen Steam-Gruppen habe ich aber auch immer nur gehandelt, wenn man ehrlich ist. Ja, auch immer nur gehandelt. Okay, dann machen wir einen Schicht und Schacht. Ja, damit, Ori schreibt doch was Interessantes. Genau, also die Hauptversion vom Spiel ist ja grundsätzlich kostenlos. Also das komplette Hauptspiel von Guild Wars 2 kostet ja nichts. Das kannst du spielen, bis du Max-Level hast und selbst dann gibt es keine Begrenzung. Also du kannst so lange spielen, wie du möchtest. Nur die Erweiterung und die Staffeln dazwischen, die kosten Geld und die machen ja die Story weiter. Aber wie Ori halt auch schreibt, wenn dir das Ganze gefällt und du sagst schon mal, okay, ich will Arena nicht unterstützen, weil so teuer ist Guild Wars 2 und das ganze Zeug einfach nicht. Im Prinzip maximal, du zahlst, glaube ich, 100€, wenn du die komplette Edition hast. Dann hast du mit End of Dragons und alle Staffeln alles eigentlich drin. Es ist gerade mal eine Version wie bei Destiny.
Ja, gerade mal so als Vergleich. Und dann kann man die Story nicht nächstes Jahr zum Beispiel schon nicht mehr nachspielen, weil die aus dem Spiel rausgekommen. Aber ja, dann kriegt halt Steam davon kein extra Obolus, diese 30%, sondern Arena komplett. Aber das sind so Gedanken, glaube ich, die hat ein Neuling jetzt nicht unbedingt. Ein Entwickler unterstützt. Das sind halt auch noch so eine Kleinigkeit, muss man sagen. Ja, okay. Gut. Ja, alright. Dann sind wir durch. Jetzt können wir weiter schwitzen. Ja, gehen wir schwitzen. Sieht nicht so aus, dass irgendwie hier Regen kommt aktuell. Ich dachte eigentlich, ich müsste jetzt auch langsam mal anfangen. Weißt du, es war so 21:22. Ich bin mal gespannt. Die Nacht ist ja noch jung. Mal schauen. Eben. Gut, in dem Sinne sage ich auf jeden Fall danke an Durzan, der zwar heute ohne Kamera dabei war, aber ich glaube, bei dem Wetter ist es zu verzeihen. Weißt du, ist das, glaube ich, das erste Mal, ist das erste Mal, dass ich dein Geburtstags-Daily zeige? Weiß ich gerade. Im Stream? Ja. Stream? Habe ich das nicht damals gemacht, im Geburtstag? Nee, ich meine nicht. Hattest du doch beim Geburtstag. Ja, da haben wir ihn, glaube ich, nicht Podcast gezeigt. Ne? Habe ich ihn da nicht gezeigt? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Also nur Lächelschad drauf, es ist so selten. Von daher ist es okay. Also, ja, ich hoffe, die Leute verzeihen dir. Aber wer will schon verschwitzen dort sein sehen? Ja. In diesem Sinne, danke fürs Mitmachen, Leute. Danke fürs Chatten. Danke natürlich an die, die uns auch offline zuhören. Schreibt uns Kommentare, weil damit macht ihr im Prinzip derzeit auch so ein bisschen Teil der Sendezeit einfach aus, solange es nicht wirklich viele News gibt. Wir sind ja immer dankbar. Manchmal gibt es ja schöne Themen. Ja. Und ja. Passt auf den Sturm, der kommt, und ansonsten halte die Hitze aus, und wenn alles gut geht und wir kriegen mehr News, dann. Und wir sollten ja nächste Woche über das Fraktal. Müssen wir. Stimmt's? Ja. Ja, ja. Okay. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann macht's dann gut. Ja, servus und baba.